Heute Morgen traf ich seelenlos im Zwischengeschlecht Org vor dem Virchow-Klinikum der Charité in Berlin-Wedding und befragte ihn über Zwischengeschlecht Org, Ziele und ihre dortige Aktion gegen die dortige JAPET-Konferenz. Seelenlos, warum seid ihr heute hier an der Charité? Wir sind hier am Campus Virchow, Otto-Häubner-Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin. Und die haben da diesen Sommer eine neue Abteilung eröffnet für Kinderurologie und rekonstruktive Chirurgie. Und da haben sie so einen Star-Chirurgen aus Krefeld abgeworben. Und die spezialisieren sich halt so auf kosmetische Genitaloperationen an Zwittern und anderen Kindern. Und gleichzeitig ist hier so eine Medizinerkonferenz von der Endokrinologenvereinigung. Die sind so maßgeblich beteiligt an den Leitlinien, die diese OPs immer noch propagieren. Und das ist dann gut zusammengekommen. Deshalb sind wir hier und protestieren 3 Tage lang und überreichen denen auch einen offenen Brief heute. Habt ihr schon Reaktionen bekommen von Seiten der JAPET-Teilnehmerinnen und Teilnehmer? Da sind wir, sind auch drinnen auf dem Gelände, haben da die Charité auch ganz artig gefragt, weil es ja Privatgelände, brauchst eine Erlaubnis. Und können hier vielleicht die anderen besser erzählen, aber da ein paar von dieser JAPET, die sind da ganz nerviert gewesen und hätten sie gleich zum Teufel jagen wollen, obwohl da die Erlaubnis ja vorliegt. Macht ihr so öfter solche Aktionen? Ja, wenn man das seit 3-4 Jahren immer öfters. Mhm. Das sind halt, ja, ich meine, es gibt so viele Genitalabschneidertreffen, da können wir gar nicht nach. Und wir pflücken sie jetzt halt da ein nach dem anderen, wie es am besten kommt. Du bist ja, soweit ich weiß, vom Zwischengeschlecht Org. Genau, irgendwie, wir sind einfach so eine Menschenrechtsgruppe und wir sind da offen für Zwitter und solidarische Nicht-Zwitter. Ich selber bin solidarischer Nicht-Zwitter. Mir ging es wie wohl den meisten anderen auch. Ich habe da, bevor ich eigentlich Nella kennenlernte, habe ich da gar nicht viel drüber gewusst. Ich habe vielleicht mal im Internet gelesen, dass das eigentlich häufiger vorkommt, als du annehmen würdest, was du so in der Zeitung liest oder sonst. Aber eigentlich erst durch sie habe ich dann wirklich erfahren, was da läuft mit diesen OPs. Und ich habe halt vorher schon politische Sachen und Menschenrechtsarbeit gemacht. Und als ich das vernommen habe, ist mir wirklich so der Kiefer runter, weil das liegt einfach nicht drin, das ist so eine Schweinerei, was da läuft. Und da war ich dann auch dabei. Also ich fand, da muss man was tun, weil wenn du die einfach da unbehelligt vor sich herschnippen lässt, da ändert sich nirgends was. Was sind genau die Ziele von Zwischengeschlecht Org? Also wir konzentrieren schon uns auf diese kosmetischen Genitaloperationen an Kindern und wir wollen einfach, dass das aufhört. Uns ist ja Betroffene protestieren und klagen das ja öffentlich an schon seit 20 Jahren. Und eben seit 1996 gibt es auch politische Aktionen, Demos vor Kongressen und Spitälern. Und meine Einschätzung ist einfach, die Ärzte, die wollen nicht hören. Alles, was sie absondern, sind Lippenbekenntnisse. Seitdem sie jetzt in der Kritik stehen wegen kosmetischen Operationen, sagen sie immer, ja, wir machen keine kosmetischen Operationen mehr, es sind jetzt nur noch rekonstruktive OPs, eben wie auch diese Abteilung heißt für rekonstruktive Chirurgie. Und seit 1997 gibt es auch von Medizinern den Vorschlag, so ein Moratorium zu machen für solche OPs, weil die werden ja seit 1950 werden die systematisch durchgeführt. Was heißt Moratorium genau? Das heißt dann, dass man diese OPs nur noch machen würde im Rahmen von kontrollierten Studien. Mhm. Weil eben es gibt gar keine Evidenz, dass da wirklich das auch hält, was die Mediziner versprechen. Und es ist eigentlich ein Skandal, dass sie da seit 60 Jahren an kleinen Kindern, eben zu 90% werden die Kinder operiert, sind eigentlich die verlässlichsten Zahlen, die wir kennen. Und dass sie da immer noch überhaupt keine Ahnung haben, ob ihre Versprechen auch wirklich haltbar sind oder nicht. Die wollen das gar nicht wissen, ist ein bisschen mein Eindruck. Mhm. Weil bei allen anderen Dingen, wo so Eingriffe gemacht werden, da machen sie auch sogenannte Follow-ups. Das heißt, sie rufen dich dann nach 5 Jahren wieder an und wollen dich nochmal fragen, ob es auch wirklich funktioniert oder nicht. Und jetzt da bei aus Kindern operierten Zwittern, wenn du erwachsen wirst, dann schicken sie einfach los und tschüss und das war's, dann
Und die wollen gar nicht wissen, wie es denen geht nachher, weil da würden sie schön auf die Welt kommen. Da habt ihr schon was erreicht mit euren Aktionen und Öffentlichkeitsarbeit? Ja, das sehen wir, haben viele auch dann eher in den Medien gemacht. Und ebenso, was wir hier machen, ist einfach ist halt so ein bisschen das Big Brother-Prinzip quasi. Einfach wenn die wissen, wir sind da und jemand guckt überhaupt und beobachtet sie, das wirkt sich dann auch ein bisschen auf ihr Verhalten aus. In kleinem Rahmen natürlich. Wir versuchen sie einfach wirklich halt ihnen das Zwangsoperieren ein bisschen lästiger zu machen. Und irgendwie die Reaktionen von ihnen zeigen, finden sie das auch gar nicht lustig, dass wir da hier stehen. Habt ihr ansonsten Feedback bekommen schon von Leuten, jetzt nicht Ärzten? Also nö, das Krasse ist eigentlich, ich meine, diese Kongresse, da sind ja meistens auch Mediziner, die sinnvolle Dinge tun, so, wo ja wirklich dann auch ein medizinisches Bedürfnis da ist. Und in der Regel eigentlich diejenigen, die wirklich so auf diese Zwangs-OPs versessen sind, das ist auch unter den Anwesenden eine Minderheit. Und wir hören gleich immer auch von anderen Medizinern von den Kongressen, dass die finden das auch ziemlich bedenklich, was da läuft. Und wir hören eigentlich immer, dass die auch froh sind, dass wir da sind und dass das dann auch zu einem Thema wird, auch drin in der Kaffeepause und so weiter. Und wir machen auch viele Erfahrungen, wir stehen dann immer auch vorne dran mit den Schildern und gleichzeitig auch die Leute, die da durchlaufen, zu informieren, verteilen Flugblätter. Und was mir immer wieder auffällt, ist, wenn wir uns so erzählen, um was es geht, dann eigentlich, die Leute sagen dann von selbst, bevor wir das sagen, eigentlich sollte man da gar nichts tun und die Kinder sollten später selber entscheiden können. Das ist eigentlich etwas ganz Naheliegendes, was die meisten Leute wirklich von selbst drauf kommen, nur die Ärzte wollen es nicht wahrhaben. Wie meint ihr, könnte man das denn erreichen, dass diese Zwangs-OPs wirklich auch verboten werden? Also ich denke mir, eben ist eigentlich nur, was wir auch anstreben, ist quasi so ein Verbot, wie es jetzt auch bei der weiblichen Genitalverstümmelung ja im Kommen ist. Weil eben freiwillig und ohne Druck hören die Ärzte nicht damit auf, ist ja auch ziemlich lukrativ. Wir haben da mal gesehen, so ein Arzt hat das mal so in einem internen Vortrag gesagt, eben, dass so an einer Vaginalplastik verdient ein Spital 8.000 irgendwas Euro. Das heißt, es bestehen auch finanzielle Anreize, das gar nicht erst aufzuhören. Und das ist dann ja auch das Praktische mit den Komplikationen. Da gibt es eine OP und dann nochmal eine und nochmal eine und nochmal eine. Das ist so ein Perpetuum mobile, ein Geldesel, der läuft und läuft und läuft. Eben wir wissen von Betroffenen, die haben schon 16 Operationen oder so, bis im Alter von 10 Jahren, jedes Jahr eine neue. Was sagt der Bundestag zu solchen Sachen? Der ist eigentlich ja seit 1996, gab es Anfragen im Bundestag. Das ist das Übliche, die streiten alles ab, was man ihnen nicht wirklich irgendwie beweisen kann. Und mittlerweile gab es auch da Intersexuelle Menschen e.V., die haben so Schattenberichte gemacht vor der UNO, 2008 glaube ich das erste Mal. Und momentan beschäftigt sich auch der Deutsche Ethikrat. Und das ist ja ganz klar, weil da die UNO irgendwie verlangt hat, dass die sich mal dahinter klemmen. Weil bisher hat die Bundesregierung, die hat immer abgestritten, dass es, wir wissen nichts von unzufriedenen Erwachsenen und alles paletti. Auch der Berliner Senat, der hat letztes Jahr noch gefunden, wir haben keine Kenntnisse von solchen OPs in Berlin. Intersexuelle Menschen e.V., gibt es da Zusammenarbeit oder mit welchen Vereinen arbeitet ihr überhaupt noch zusammen? Also wir konzentrieren uns schon vor allem halt auf die politische Arbeit und da stehen wir ziemlich allein da aktuell. Also weil ja, es ist auch schwierig, eben, weil irgendwie kommt es auch nicht darum, die Ärzte halt wirklich zu konfrontieren. Und es gibt viele andere Gruppen, die dann letztlich mehr so auf Selbsthilfebasis laufen. Die haben da Probleme damit, da wirklich die Konfrontation auch wo nötig mit den Ärzten zu suchen, weil da einfach unterschiedliche Bedürfnisse und Anforderungen da sind. Weil vielfach in der Selbsthilfe gibt es dann auch Elterngruppen, die mit dabei sind. Zum Teil gibt es dann auch Menschen, die aufgrund von Komplikationen oder auch aus anderen Gründen auf ärztliche Hilfe angewiesen sind und die mögen sich dann da nicht hinstellen und die Ärzte vor den Kopf stoßen.
Das heißt, ihr seid so ziemlich der einzigste rein politische Verein, der sich für die Rechte intersexueller Menschen einsetzt. Also ja, eben in dieser Form, dass wir uns da wirklich hinstellen eben. Und jetzt sind da die JAPE, den haben wir letztes Jahr schon einen offenen Brief geschickt und eben in der Regel, meistens hören wir ja gar keine Antwort auf die offenen Briefe. Manchmal kommen dann so schöne Lippenbekenntnisse und irgendwelche netten Sprüche, wo dann aber nichts wirklich folgt. Und eben ist hier, sind wir einfach wieder da und erinnern sich auch daran, so diesmal. Eben in der Regel schicken wir zuerst mal einen offenen Brief, wo wirklich auch detailliert so Argumente geliefert werden, also aus ethischer Sicht, aus menschenrechtlicher Sicht. Und dass dann auch mit Expertenmeinungen und Zitaten und Quellen alles belegt wird. Und jetzt dieses Jahr, der JAPET, schicken wir einen viel kürzeren Brief, wo wir einfach sagen, eben, wir haben immer noch nichts gehört darauf und wir würden uns über eine inhaltliche Antwort sehr freuen. Und unsere Hauptforderung ist auch eben die Wurzeln da ja an neuen Leitlinien wieder aktuell. Und bis jetzt wurden nie betroffene Organisationen da in irgendeiner Form mit eingebunden. Das Einzige, was sie konsultieren, sind so Elternvereinigungen und die eine sogenannte Eltern- und Patientenorganisation. Aber eigentlich wirklich betroffenen Organisationen, die fragen sie nicht um ihre Meinung und die wissen auch ganz genau warum. Ich habe gehört, dass sogar intersexuelle Menschen aus einigen Vereinigungen rausgeholt werden, wie bei dieser WPATH-Geschichte. Ist das so? Was, das sagen wir jetzt nichts? Es gibt so eine Organisation, die sich um die Definition von Inter in die neuen Krankheitskataloge darum kümmern soll und da Betroffene anhören soll. Jetzt habe ich es, glaube ich, geschnallt mit der Abkürzung. Also ja, das ist so eine üble Geschichte. Also ein Twitter aus Frankreich hat das mal sehr schön gesagt. Irgendwie, ich meine, so früher galt ja auch Homosexualität, galt auch als eine Geisteskrankheit. Und als die Psychiater dann die Homosexuellen gehen lassen mussten, aufgrund von öffentlichem Druck, da haben sie sich dann quasi die Transsexuellen reingezogen und die zu Psychos erklärt. Und da ist ja aktuell auch ein bisschen was in Bewegung, gerade in Frankreich. Und das ist wirklich die meines Erachtens nicht ganz unbegründete Befürchtung da, dass wenn die dann die Transsexuellen irgendwann gehen lassen müssen, dann werden sie sich einfach die Twitter reinziehen. Und das ist ja jetzt neu, da DSM-5. Sollen jetzt ja plötzlich Intersexuelle auch für geistesgestört erklärt werden. Moment. Die Batterie ist fast alle. Okay, klar. Aber cool.